Ja, heute möchte ich euch zwei weitere Taschenlampen vorstellen. Zwei Taschenlampen der Marke Fenix. Und zwar ziemlich große Kaliber. Ihr habt ja schon im Videotitel gesehen, um welche Modelle es geht. Und anfangen möchte ich, schon weil der Karton hier liegt, mit der FD65. Mächtige Taschenlampe. Die 3800 Lumen sind jetzt erstmal gar nicht so sehr die Zahl, die umbläst. Da bekommt man mittlerweile in wesentlich kompakteren Maß, wie hier bei der ThruNight, mit der TC20 auch unglaublich viel Licht. Ich meine, die hat auch 3800. Und im viel kompakteren Maß. Und die FD65, die ist schon ein Riesenteil. Ist aber schon eine sehr spezielle Lampe, ganz anders aufgebaut, hat zum Beispiel drei LEDs verbaut. Da gehen wir auch gleich noch drauf, eins auf die technischen Daten. Und eine zweite Fenix-Lampe, wirklich ein Lichtmonster, kommt dann auch noch anschließend. Ein dickes Dankeschön geht raus an Messer und Co., an Dirk Wanger. Der hat mir die Teile nämlich für einige Wochen geliehen, rumgeschickt, damit ich sie benutzen, befummeln, testen kann. Praxisaufnahmen zu beiden Taschenlampen werdet ihr nicht nur zu der hier, zu der FD65, sondern auch zur Fenix, wenn ich sie denn rauskriege, zur TK72R. Die kommt dann als zweites dran. Praxisaufnahmen zu den Lampen und noch ein paar anderen Vergleichslampen packe ich euch hinten ran ans Ende des Videos, eigentlich wie immer. Wer sich nur das angucken möchte, der springt einfach jetzt ganz, ganz nach hinten hin. Der kann sich mein Gelaber über die Taschenlampen sparen. Bis zu 410 Meter soll die Lampe im Spot werfen mit den 3800 Lumen. Ihr seht hier schon, zwei Gummischalter haben wir, Low und High. Drei LEDs und im Flutlicht-Mode sollen wir 90 Grad haben und so einen Streuwinkel. Und ja, also mir erscheint er noch größer in der Realität. Das ist schon irre, dieses Teil. Und was die Lampe dann auch noch besonders macht, man kann sie auf ein Stativ raufpacken. Jo, ich packe euch natürlich Links zum Bezug, Dirk Wanger, Messer und Co., um das nochmal abzuschließen. Danke für die Leihgabe, Dirk. Hat mich sehr gefreut, solche Teile auszuchecken. Link zum Bezug findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und da findet ihr noch auch weitere relevante Daten, Lieferumfang etc. Checkt das bei Interesse einfach mal aus. Die Lampen kommen in so einem sehr, sehr stabilen Nylon-Holster von Fenix. Das Holster der TK72R ist, ich glaube, das ist ein baugleiches Holster. Die sind beide gleich. Sind anständig, vernünftig gearbeitet. Halten die Lampen auch sicher, wenn man sie über den Riemen schön festzieht, dann rutschen die auch nicht raus, dann sind die wirklich sicher. Ein bisschen friemlich ist das Einstecken mit Lanyard, sehr, sehr stabiles Lanyard, alles dickwandiges Material, nenne ich das jetzt mal, schon ganz gut. Gefällt mir wirklich ganz gut und mit dem Lanyard das Reinschieben ist manchmal ein bisschen friemelig, aber alles in allem, wenn dann der Strap gut angelegt wurde, festgezogen, dann sitzt die Lampe wirklich, wirklich sicher. Und dann kannst du die über die Ausrüstung irgendwo ranmachen mit einem Karabiner zum Beispiel. Oder schnell
schnell anbringen über diesen Schnellverschluss. Aber hinten hat man auch noch mal einen richtigen Durchzug, eine Lasche. Und dann kannst du es auch am Gürtel anbringen. Das ist soweit okay, wie ich finde. Und die Besonderheit bei diesem Modell hier jetzt bei der Fenix FD65 ist nicht nur diese Ausmaße, hier mal ein kleiner Größenvergleich zu einer handelsüblichen Blechdose, ist doch nochmal eine ganze Ecke gewaltiger, dieses Teil hier. Und die FD65 wartet mit ein paar Besonderheiten auf, unter anderem diesen fokussierbaren Drehring, damit man halt, kann hier dann zwischen Spot und Flutlicht einstellen. Das finde ich schon ganz cool. Und trotzdem ist hier eine hohe IP-Klasse, Schutzklasse mit 6,8 gegeben. Haben sie gut hinbekommen. Und unten befindet sich halt ein 1/4 Zoll, damit du das Teil auf ein Stativ stellen kannst. Also wirklich eine Arbeitslampe für verschiedene Berufsgruppen oder für bestimmte Organisationen, für bestimmte Staffeln, Suchtruppstaffeln, Rettungsstaffeln etc. Da kann so eine Lampe wirklich sehr, sehr sinnvoll sein. Und betrieben wird sie über... Ja, machen wir langsam. Wir haben eine Gesamtlänge von 15 cm. Wir haben eine Breite ungefähr von 5,1 cm. Der Kopf ein bisschen breiter mit ungefähr 6,1 cm. Mit Akkus wiegt das Teil ungefähr 625 Gramm. 625 Gramm. Also sie ist sehr, sehr schwer. Ne, das sollte man sich im Kopf behalten, dass man da dann einiges an sich rumschleppt. Ist wirklich für mich eine Speziallampe, wirklich für den Einsatz. Aber man muss ja nicht nur alles kaufen, was für den Einsatz ist oder hergestellt wurde. Jeder, der ein Flashaholic ist, ein Flashy, der von Taschenlampen begeistert ist, der mag diese Spielereien, was technisch möglich machbar ist, wie sauber die verarbeitet sind, die Lampen und so weiter und so fort. Und solche Leute greifen hier natürlich auch gerne zu. Hohes Gewicht trotz kompletten Aluminiumkorpus. Und betrieben wird die Lampe mit 4 Akkus, und zwar 4 18650er Akkus. Hier von Fenix betrieben, beziehungsweise Fenix Akku mit 3400 mA. Ganz gut bei dieser Lampe ist, dass wir die auch im Notbetrieb laufen lassen können, und zwar nur mit 2 Stück. Also wenn die anderen mal gebraucht werden, kann man die rausnehmen für was anderes und dann kann sich diese Lampe auch mit nur 2 im Notstrombetrieb gestartet. Funktioniert sie halt auch. Das finde ich ganz gut. Und wir haben hier so einen drehbaren Kontaktpunkt. Hier die Kontaktpunkte für die Akkus. Und damit das nicht immer verrutscht, sonst wäre das ja kein besonders gutes System, haben wir hier noch einen Stift. Den kann man hier halt einführen. Und dann verrutscht das nicht. Gewinde sind sauber geschnitten. Gute Qualität. Aber von Fenix bin ich auch ehrlich gesagt nichts anderes gewohnt. Das ist schon sehr anständige Verarbeitungsqualität. Preislich liegen wir bei dem Teil ich habe Preise von 130 bis 165 gefunden. Müsst ihr einfach mal gucken. Ich weiß gar nicht genau, was Dirk da jetzt aufruft bei seiner Lampe. Checkt das einfach mal aus. Da habe ich halt eine recht große Schere gesehen. Und im höchsten Mode haben wir dann 3800 Lumen und die werden erreicht durch 3 LEDs, durch 3 Cree XHP 35 LEDs. Jo, und wir haben 2 Bedienschalter und L steht für Low, H für High. Und das ist ganz interessant gemacht. Wenn man hier halt drauf drückt, landest du erstmal in einem, etwas länger drücken, in einem recht niedrigen Mode. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Und drückst du nochmal drauf, gehst du noch ein weiter runter. Wieder lang gedrückt und aus. Und beim High startet es dann halt länger gedrückt mit einem höheren Mode und nochmal gedrückt. Dann hast du volle Pulle. Ja. Und auch da länger gedrückt, aus. Und das Schöne ist, und das kommt auch in den Praxisaufnahmen super rüber am Ende, wenn du dann halt wirklich im High-Mode bist und dann halt von Spot auf Flutlicht gehst, dann wirfst du einen unglaublichen Lichtkranz. Lässt sich hier jetzt gar nicht einfangen.
Aber ja, wie gesagt, am Ende die Praxisaufnahmen, die werden das schon zeigen. Schon sehr, sehr beeindruckend. Der Drehring, den fand ich nicht ganz so beeindruckend. Der läuft über 90 Grad, dreht er sich. Damit legt man dann halt Spot oder Flutlicht fest. Ich bin ganz ehrlich, der lässt sich bis zum gewissen Grad einhändig bedienen und ab hier muss ich die zweite Hand zur Hilfe nehmen. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob das nur bei diesem Modell ist. Wer diese Lampe hat, gerne mal ein Feedback hinterlassen, wie es bei seiner ist. Hier muss ich sagen, dass man sich einhändig, am Anfang geht's noch, sehr schwer schon, und dann wird's wirklich, da kommt man kaum noch voran, da muss ich die zweite Hand zur Hilfe nehmen. Sollte das bei allen Modellen so sein, dann ist das nicht gut gemacht. Ich hoffe mal, dass das dem nicht so ist. Wie gesagt, über ein Feedback würde ich mich da freuen. Ansonsten finde ich das, finde ich Drehringe immer ganz gut. Besonders wenn trotzdem die Wasserdichtigkeit, wie gesagt, IP-Schutzklasse 6.8, sehr gut. Also das Teil kann dir auch mal, wenn es ordentlich zugeschraubt ist, die Abdeckung, beziehungsweise die hier hat gar keine Abdeckung. Dann nimmt man die Akkus raus und lädt die einzeln. Wenn die ordentlich zugeschraubt ist, dann hat die trotz des Fokussierrings, und da bewegt sich ja immer was, eine sehr hohe Schutzklasse. Das finde ich auch sehr gut gemacht. Im Spot dann 410 Meter wird das Licht geworfen. Das ist ordentlich. Wenn Flutlicht haben wir 86 Meter dann in dem Modus. Ja, 1/4 Zoll Gewinde erwähnte ich ja schon. Wirklich, wirklich ganz, ganz praktisch. Ja, und das war's so im Großen und Ganzen. Sie ist Tailstand-fähig, wackelt jetzt ein bisschen wegen dem Lanyard. Wenn der weg ist, dann steht sie ganz sicher. Soll Stürze von bis zu 1 Meter überstehen. Und das sind so die technischen Daten bei diesem Modell. Wirklich sauber, sauber verarbeitet, diese Kanone hier. Jetzt mal zur Bedienung. Eigentlich ziemlich einfach. Bevor wir, wir fangen mit den normalen an. Wie ich ja schon sagte, etwas länger gedrückt halten und du bist im Eco-Modus. Das ist dann, glaube ich, 50 Lumen, soll 86 Stunden halten. Nochmal auf L gedrückt halten, dann bist du... Nee, Quatsch, ich nehme das zurück. Nochmal ausschalten. Langsam, Stefan. Also, länger gedrückt halten auf L. So, dann bist du im Low-Modus mit 150 Lumen, soll 40 Stunden halten. Nochmal L, ein weiter runterschalten. Dann bist du im Eco mit 50 Lumen, soll 86 Stunden halten. Ein Firefly oder Moonlight gibt es leider nicht. Finde ich schade. Aber komme ich noch zu den Kontrapunkten, meiner Meinung nach. Wieder länger gedrückt lassen und die Lampe ist aus. Drücke ich dann High. Zack. Dann sind wir im High-Modus, das sind dann 1200 Lumen, drücke ich nochmal drauf, bin ich im Turbo, da wird die Hand gleich warm, mit 3800 Lumen, läuft glaube ich 3 Stunden, schalte mal wieder einen runter, drücke ich einfach auf L, bei 1200 sind es dann 5 Stunden und gehe ich noch einen runter, nochmal auf L, bin ich im Middle-Mode mit 400 Lumen und das sind 20 Stunden. Du kannst dann überhaupt mit beiden Schaltern links, rechts komplett einmal durchklickern. Dann haben wir hier Eco, Low, Middle, High, Turbo. So, und dann kann ich wieder einfach auf Low und dann gehe ich halt wieder komplett runter, die 5 Stufen. Was ich aber ganz, ganz gut finde, das ist nicht schlecht gemacht. Wenn man sich daran gewöhnt hat, man springt halt immer in den Mode, den man haben möchte. Hier gleich in recht hohen Mode, länger gedrückt halten, zack, ist dann immer der High Mode, nochmal gedrückt Turbo, ausmachen und das bleibt immer dabei. Und hier startet man immer im Low Mode. Gehst du noch einen runter, bist du im Eco, 2 hoch, bist du im Middle bei 400. Eigentlich sehr einfach und durchaus sinnig nach kurzer Benutzung. Dann haben wir noch einen Strobe-Mode. Wenn wir High gedrückt lassen, längere Zeit, dann geht der Strobe-Mode an bei High. Ja, länger gedrückt lassen, dann ist er wieder aus. Und SOS geht dann über L, über Low, einfach L, länger gedrückt lassen und du bist im SOS-Mode. Jo, die zwei Modi gibt es halt auch. Zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass es einen elektronischen Lockout gibt. Da musst du beide gleichzeitig drücken, L und H, über einen längeren Zeitraum. Ja, 3 oder 5 Sekunden müsste man jetzt mal stoppen. Und dann blinkt sie kurz auf. Und jetzt, wenn ich anschalten will, blinkt sie immer und zeigt an, dass sie im elektronischen Lockout ist. Um den aufzuheben, einfach beide wieder gedrückt, beide zusammen drücken und gedrückt lassen.
über ein paar Sekunden, bis halt das Licht angeht und dann ist wieder normal. Funktionsbereit. Jo, das war's im Großen und Ganzen zu dieser Lampe hier. Ich bin ganz ehrlich, ich würde sie mir nicht kaufen, weil sie mir zu speziell ist, aber die hat durchaus Spaß gemacht. Und das Flutlicht, das fand ich so beeindruckend. Ich hoffe, das kommt bei den Praxisaufnahmen rüber. Also wenn man wirklich ein riesiges Areal mal schnell ausleuchten muss, nicht auf große Distanz, nicht auf 200, 300 Meter, aber so im Nahbereich 50 Meter, mit einem ganz breiten, flutenden Lichtwinkel, heftig, dann ist das die Lampe, die man gebrauchen kann. Für Rettungsaktionen, Suchaktionen, bestimmt sehr, sehr sinnig und überhaupt technisch großer Lichtspaß, wie ich finde. Pro haben wir hier die gute Verarbeitung, wir haben viel Power, wir haben auch viel Saft hinter, also viel, viel elektronischen Power, weil da halt 4 18650er Akkus verbaut sind. Dann, sie ist fokussierbar und damit halt, wie schon erwähnt, das sehr beeindruckende Flutlicht. Die IP-Klasse ist gegeben, gute Kontaktplatte hier, gut gelöst mit diesem Schraubdeckel, finde ich gut. 1/4 Zoll Gewinde, ist schon eine sehr gefällige Lampe. Holster ist okay. Ja, Contra, sau schwer, ist sie einfach wirklich, die wiegt eine Menge. Die nimmst du nicht einfach mal so mit. Dann kein Moonlight-Mode, finde ich schade. Ist als Notfall-Mode, finde ich den immer ganz gut, wenn es das noch gäbe. Der Drehring erwähnte ich ja schon, das ist für mich so mein größter Kritikpunkt. Die ist natürlich auch nicht günstig, die Lampe, aber ich finde, das geht völlig in Ordnung für die verbaute Technik und Qualität. Was noch zu erwähnen ist, Akkus sind, glaube ich, nicht inklusive. Die muss man sich dann noch nachkaufen. Da kommt dann noch mal einiges natürlich dazu, preislich. Aber trotzdem würde ich den Preis nicht in die Kontraliste packen. Und der Drehring, dass der so schwer ist, das ist mein größter Kritikpunkt bei dieser Lampe. Ansonsten heftiges Teil und hat mir durchaus Spaß gemacht. Jo, dann kommen wir, beziehungsweise zeigen wir die zwei Lampen gleich mal im Vergleich. Überhaupt mal im Vergleich. Hier mal zur Fenix UC52, auch keine kleine Lampe, aber doch deutlich kleiner. Zur ThruNight Katapult V6, ja, viel, viel handlicher, zur TC20 und nochmal direkter Vergleich mit der Fenix TK72R. Und wenn mich die FD65 schon beeindruckt hat, dann, ja, von der Lichtleistung hat mich die TK72R dann nochmal deutlich mehr abgeholt. Und das liegt allein daran, dass das Teil halt 9000 Lumen rauswirft. Es gibt natürlich da schon Lampen auf dem Markt, die haben das Zwei-, das Dreifache und noch mehr, glaube ich, an Lumen. Also mehr geht immer. Trotzdem, das ist die erste Lampe, die ich hatte, die halt an die 10.000 Lumen knapp rankommt. Und mich hat die doch sehr, sehr beeindruckt. Auch hier mal ein kleiner Größenvergleich zu einer Dose 0,33 Liter. Auch hier mal kurz die TC20 gegengehalten. Wirkt wie ein Zwerg, ist aber auch wirklich ein mächtiges Kaliber hier. Die UC52 von Fenix noch kurz. So. Jo, womit fangen wir an? Auch hier mal technische Daten. 15,5 cm Gesamtlänge, also ist schon ein bisschen was. 5,5 cm Breite, am Kopf fast ein Zentimeter mehr, 6,4 cm, also das ist schon was. Und die ist noch ein bisschen schwerer als das Teil hier. Hier haben wir nämlich 645 Gramm. Heftiges Teil. Aber ganz cooler Kopf, viele, viele Kühlrippen. Das Hitzezeichen macht bei dieser Lampe absolut Sinn. Da meckere ich auch nicht, weil die wirklich im Turbo-Mode nach einigen Minuten, also sehr, sehr, schon nach 2 Minuten sehr, sehr warm wird. Abdeckung, kommen wir noch zu. Jo, Batterierohr. Betrieben wird das Teil mit einem, kenne ich nicht, habe ich zum ersten Mal in der Hand gehabt. Ein Akku, sehr sauber geschnitten, das Gewinde. Ein ARB L45 14.000, ARB L45 14.000, 7,2 Volt mit satten 7.000 Milliampere.
beidseitig verpolt, wenn man das nennt. Also es ist völlig Latte, wie du das Ding einlegst. Da passiert nichts. Lampe geht halt an. Sehr, sehr sauber. Auch diese Lampe hier, Tailstand-fähig. Auch diese Lampe, eine IP-Klasse von 6,8, meine ich, gefällt mir auch sehr gut. Und die Leuchtweite sollen knapp, ich meine knapp 300 Meter sein, nicht ganz. Verbaut sind ebenfalls drei LEDs, und zwar drei Cree XHP70. Hier bei der TC20 ist, glaube ich, die zweite Generation der XHP70 drin. Und hier halt drei Stück der XHP70. Das sorgt dann wirklich für mächtig Licht. Ich sagte schon, 9000 Lumen dann im höchsten Mod. Außerdem haben wir noch ein OLED-Digital-Display. Sehr, sehr cool. Alles verschraubt hier, eine kleine Metallplatte, drei Druckknöpfe. Schauen wir uns gleich alles genau an. Und ebenso wie die Bedienung. Und preislich liegen wir, was habe ich gesehen? Ich glaube beim Dirk aktuell um die 300 Euro, nicht ganz, etwas drunter, meine ich zuletzt. Und habe aber Preise bis 330 Euro gesehen. Da muss man auch mal gucken. Da kann man dann gleich einige Euros sparen, wenn man sich dafür interessiert. Und generell ist das natürlich eine sehr, sehr hochpreisige Lampe, dieses Teil hier. Jo, was ich ganz cool finde, nutzen wir den untersten Knopf. Dann sehen wir die Akkuanzeige. Ich hoffe, das wird nicht zu flimmernd, flickernd, flackernd angezeigt. Hier jetzt 85% noch, finde ich immer gut, so ein Statusbericht. Und wenn wir den Knopf ein bisschen länger drücken, dann schalten wir die Lampe ein. Und hier jetzt der Stand, was ich zuletzt hatte, 1000 Lumen wird angezeigt. Ebenfalls die Laufzeit, knapp 5,5 Stunden. 84% Akkuleistung noch. Immer super, dass man den Statusbericht sofort hat. Und über die zwei Schalter darüber, Plus und Minus, kann man halt switchen. Drücke ich ganz kurz, schalte ich immer nur um 100 Lumen runter. Einmal kurzer Klick und es wird immer 100 Lumen weniger. Gehe ich auf Plus, langsamer Klick, jetzt schalte ich wieder hoch, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, jetzt bin ich bei 1000 und drücke ich länger, lasse ich länger gedrückt, dann gibt es tausender Sprünge, also egal ob bei Plus oder Minus, ich lasse jetzt mal länger gedrückt, 2000, 3000, 4000, 5000, jetzt wird schon schön warm, 6000, 7000, 8000, es wird wirklich richtig schön warm. 9000, und hier will man seine Hand nicht mehr lange davor halten. Ist kein Scherz, ist wirklich kein Scherz, wird sehr schnell warm. Das wird wirklich sehr, sehr, sehr warm. Ist unglaublich viel Licht. Und der Akkustand 82%, da könnte man jetzt im Grunde zugucken. Ich hoffe, das wird noch eingefangen und überbelichtet hier nicht alles. Wieder, jetzt sind wir schon bei 81%, bei 9000. Der Kopf wird schön warm. Da wird der Akku schnell leer gelutscht. Ich lasse es mal noch kurz an. Immer noch 81%. Ich hoffe, ihr könnt das. Das wird eingefangen. Jetzt sind wir bei 80%. Also saugt den Akku sehr, sehr schnell leer. Jo, aber so viel Licht brauchen wir ja nicht so viel. Ja. Und jetzt sind wir schon bei 78%, 43 Minuten läuft das Teil noch und der Lampenkopf wird richtig warm. Also ich möchte den schon nicht mehr lange anfassen. Und wenn man das Teil noch 5 Minuten laufen lassen würde, dann könnte man den, glaube ich, nicht mehr anfassen. Jo, schalten wir mal wieder aus, einfach gedrückt lassen und dann ist das Teil wieder aus, der Lampenkopf richtig schön warm. Jo, heftige Lichtleistung. Schalte ich die Lampe jetzt wieder an, also etwas länger, beziehungsweise ich kann jetzt hier einfach anschalten. Da sind wir bei 5000 Lumen. Und ich könnte zum Beispiel jetzt auch schnell hochschalten auf 9000, indem ich einfach auf den unteren drücke. Dann sind wir bei 9000, wieder weniger Licht, sind wir wieder bei 5000. Lang gedrückt unten, aus. Drücke ich auf den Minusschalter, zack, bin ich immer bei 200 Lumen. Ich glaube, da fängt er immer an. Und generell, ich glaube, stellen wir mal hier auf 1000 Lumen. So, ausschalten. Hat er die Memory-Funktion, wenn ich jetzt hier anschalte, dann springt er wieder bei 1000 Lumen. Ja, die merkt er sich und drücke ich jetzt einmal kurz drauf, sofort wieder 9000. Also man hat immer die Möglichkeit, sofort in den höchsten Mode zu schalten.
1000 Lumen, was er sich gemerkt hatte. Ich schalte aus, warte kurz, Memory-Funktion unten rauf gedrückt, dann starten wir wieder bei 1000. Jep. Und einmal kurz rauf gedrückt, dann sind wir bei 9000. Jo, eine Bedienung, die an für sich relativ intuitiv ist. Man verhaspelt sich durch die Tasten immer mal wieder. Das passiert einfach. Man drückt da halt ein bisschen rum. Aber man kommt recht schnell dahin, wohin man möchte. Das geht eigentlich. Und die Lichtleistung ist enorm. Wie gesagt, auch zu der Lampe gleich noch ein paar Praxisaufnahmen im Vergleich. Und die schmeißt schon mächtig, mächtig Licht raus. Ja, wirklich mit Abstand das hellste, was ich bisher in der Hand hatte. Auf der Pro-Seite haben wir enorm viel Power. Ich finde eine gute Bedienung, wie einfach, das lasse ich mal im Raum stehen. Ich finde, man kann sich die recht schnell raufschaffen. Verarbeitung ist wieder sehr gut. Das Digital-Display mit dem Energiestatusbericht finde ich klasse. Und nochmal so als Kleinigkeit, weil ja so ein fetter Akku verbaut ist mit 7000 Milliampere-Stunden, hat man hier die Möglichkeit, die als, da wir halt zwei Anschlüsse haben, einmal der Micro-USB, um die Lampe zu laden, den Akku, und halt noch einen normalen USB, um die Lampe als Powerbank zu nutzen, um zum Beispiel das Handy aufzuladen. Jo, das ist eine ganz coole Sache. So kannst du halt andere Geräte für im Notfall, wenn man denn ein Kabel hat, im Notfall noch laden, also auch als Powerbank nutzbar. Schon eine ganz coole Lampe. Da hat mir wirklich vieles gut gefallen. Wir haben hier auch noch die Strobe-Funktion. Da muss man, glaube ich, lange gedrückt halten hier unten. Dann bist du bist du dann in der Strobe-Funktion. Macht mächtig Gewitter. Ja, und ich glaube, das war's so im Großen und Ganzen. Gefällt mir wirklich vieles gut dran. Der Holster ist auch okay. Contra, sehr, sehr hohes Gewicht, wie bei der anderen Lampe, bei der 65, bei der D65. Die hier auch sehr hochpreisig mit 300 Euro. Absolut mein größter Kritikpunkt. Also die ist mir auch zu speziell. Deshalb meckere ich gar nicht über den Preis. Ich würde sie mir eh nicht holen, auch wenn ich sie ganz cool finde. Aber das ist halt so. Die ist halt sehr hochpreisig, hat halt viel Technik verbaut, macht ordentlich Licht. Aber wirklich kritisieren tue ich die Druckknöpfe in Dunkelheit. Ich habe die fast nicht gefunden. Da suchst du dich dumm und dusselig. Es hört sich jetzt so blöd an, aber glaub mir, wenn man nichts sieht, man sucht sich dumm und dusselig. Das würde ich hier kritisieren. Und einen Moonlight-Mode, wie bei der anderen, würde ich mir hier auch wünschen. Jo, die Fenix TK72R und die Fenix FD65. Ewig langes Video, es tut mir leid. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Das war's dann von mir. Gerne Feedback hinterlassen, wenn ihr mögt. Und ansonsten verbleibe ich wie immer mit Bleibt gesund. Peace, ich bin raus.